Was hast du auf dem Herzen? Dass große Teile der Runde sich total despektierlich über Hasan Salihamidžić hier äußern. Speziell dieser Herr Fenske, der ja gar keine Ahnung hat. Und dann könntest du ja eigentlich nächsten Sonntag kommen, oder? Ja, da muss ja etwas, muss man schauen, welche Qualität auch eingeladen ist. Also, so, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute soll es um den Anruf vom Uli Hoeneß beim Volkswagen Doppelpass gehen. Und zwar, wir haben ja eben schon ganz kurz reingehört, er hat sich ziemlich darüber aufgeregt, dass despektierlich über seinen Sportdirektor Hasan Salihamidžić geredet worden ist und hat sich da ziemlich in Rage geredet. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein und hören uns mal das ganze Interview bzw. den ganzen wütenden Anruf an. Uli, was hast du auf dem Herzen? Ich habe Folgendes auf dem Herzen, dass große Teile der Runde sich total despektierlich über Hasan Salihamidžić hier äußern. Speziell dieser Herr Fenske, der ja gar keine Ahnung hat. Und was hat dir nicht gefallen, weil wir gesagt haben, ich muss ehrlich sagen, ja. Hasan hat einen guten Job in diesem Jahr gemacht. Ich darf daran erinnern, dass die Transfers von Pavard, Hernandez und nicht zuletzt Davies allein auf seinem Mist gewachsen sind. Und wir sind glücklich, dass wir mit diesen drei Spielern schon sensationelle Transfers gemacht haben. Dass er nicht ständig genannt wird zwischen Karl-Heinz und mir, ist ja ganz klar. Aber er kommt in der öffentlichen Wahrnehmung total zu schlecht weg. Und ich finde es unverschämt, wie über ihn heute gar nicht gesprochen wurde, so als gäbe es ihn gar nicht. Gerade in den letzten Wochen, in all diesen Entscheidungen, die da zu treffen waren, war er voll integriert und hat einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet. Und mit dem werden wir beim FC Bayern noch viel Spaß haben. Wir hatten ihn eingeladen, er konnte leider nicht. Aber wird er denn Sportvorstand? Ist das wenigstens richtig, was wir da gesagt haben? Das ist eine Sache, die morgen im Aufsichtsrat auf der Tagesordnung steht. Und morgen Abend nach der Aufsichtsratssitzung können wir euch genau sagen, was da entschieden wurde. Wir sind ein ziemlich demokratischer Verein. Wie siehst du dem nächsten Freitag denn entgegen? Mit gemischten Gefühlen? Überhaupt nicht. Seit gestern bin ich total euphorisch. Ja. Sonntag hier. Achso, ich habe eine bessere Einladungskarte konnte die Mannschaft unseren Mitgliedern für die Versammlung gar nicht geben. Dann könntest du ja eigentlich nächsten Sonntag kommen, oder? Ja, da muss ja etwas, muss man schauen, welche Qualität auch eingeladen ist. Also, wir sind ja immer bemüht und lernfähig. Sag noch ein Wort zu Hansi Flick. Könnte es doch eine Dauerlösung werden? Ich habe ja schon gestern nach dem Spiel gesagt, dass der Vorstand sich jetzt zunächst mal mit Hansi Flick beschäftigen sollte. Und ich habe gehört, das wollen sie in den nächsten Tagen tun. Und man hat jetzt durch dieses Spiel von gestern wunderbar Zeit gewonnen, diese Entscheidung in aller Ruhe zu diskutieren. Wir haben eben auch diskutiert, hast du sicher gesehen. Welches Profil muss der neue Trainer denn mitbringen? Was stellt ihr euch da vor? Das müssen wir jetzt nicht mit euch besprechen, sondern das wird dann besprochen zwischen Karl-Heinz, zwischen Hasan, möglicherweise oder sehr wahrscheinlich auch mit Oliver Kahn, mit Herbert Heiner. Und spätestens, bevor sie in den Aufsichtsrat kommt, werde ich ja auch dabei sein. Du wirst trotzdem verstehen, dass ich das fragen muss. Du hast aber gestern gesagt, Niko Kovac, Teile der Mannschaft waren gegen ihn. Ja, wenn ich das so gesagt habe, habe ich es auch so gemeint. Alles klar. Also, ich wünsche euch einen schönen Vormittag. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss, Uli. Bis bald. Dankeschön. Ja, da ist Uli, wie man ihn kennt. Er ist richtig schön wieder ausgerastet hier im Doppelpass. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr von seiner Meinung haltet oder insgesamt von Uli Hoeneß, ob er dem FC Bayern noch gut tut oder er ihm eher mit dieser Außendarstellung schadet. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.